Die Gerüchte hielten sich hartnäckig. Jetzt schockte Nadia Abdel-Farag mit ihrer bitteren Beichte. Zum ersten Mal gab sie vor TV-Kameras offen zu, dass sie ein Alkoholproblem hat. Bild trifft sie einen Tag nach ihrem mutigen Geständnis in Hamburg. Die 50-Jährige kämpft erstmal alleine gegen ihre Alkoholsucht. Seit anderthalb Wochen sei sie nun trocken. Von heute auf morgen geht es nicht. Ne? Klar denke ich ab und zu mal dran, wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin. Wenn ich da, oh, komm, ich könnte ja noch mal so ein Glas, ne, trinken, aber ich sagte immer, mein Inneres sagt immer, nein, 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 du musst das mal durchziehen, verdammt. Wenn ich unterwegs war, habe ich immer so zwei Gläser, meistens trinke ich ja jetzt Wein und oder habe Wein getrunken und ich kann, aber so der dritte, das merke ich dann schon, also das haut mir dann auch auf den Magen, weil ich vertrage nicht viel, ich bin ja bei zwei Gläsern Wein bin ich schon. Du, da brauchen andere, glaube ich, fünf, um auf dem Pegel zu sein. Ja, ich bin ja so dünn und so und das schlägt da irgendwie, weiß ich nicht. Bei mir wirkt es eben halt schneller. Öffentliche Auftritte und Interviews unter Alkoholeinfluss häuften sich bei Nadia Abdel-Farag, wie hier 2008 in einer Diskothek. Familie, meine Eltern wohnen hier, meine Freunde, ganz normal. Also ich mach's ich bin in Hamburg, vielleicht besuche ich nochmal einen Freund, aber ansonsten ab ins Hotel, 2 Stunden schlafen, ansonsten, wenn es zu spät heute Abend wird, Augen zu und durchmachen, aber ich habe die nächsten 2 Tage frei. Früher hat das Ex-Model allerdings alles abgestritten. Heute ist sie ehrlich, in erster Linie zu sich selbst. Ich habe mich auch selber belogen, ich wollte es nicht zugeben, ganz einfach. Obwohl, man hat es ja aus den Interviews, hat man das ja gehört auch, ne, dass ich so gelallt habe. Ne? Weiß ich ja. Ich habe mich ja am nächsten Tag auch selber im TV gesehen, habe ich ja selber gehört. Mit ihrem Geständnis belastet sie auch ihren Ex Dieter Bohlen schwer. Die Beziehung zu ihm soll schuld an ihrer Alkoholsucht gewesen sein. Es fing eigentlich an mit DB. Also am Anfang nicht, aber so zum Schluss eben halt, wo es gar nicht mehr ging. Wir waren ja nachher wie Hund und Katz und da fing das eigentlich so richtig an. Man wurde ja auch nicht gerade nett behandelt, man wurde ja eben halt immer niedergemacht und. Und dann habe ich, ich konnte es nachher auch nicht mehr ertragen und deswegen hat man dann eben halt ein Glas oder 2 Gläser oder 3 Gläser kaum getrunken. Kaum war irgendwie im Studio unterwegs oder wie auch immer, dann habe ich das, das war eben halt Heimlichkeit. Und da habe ich eben halt, habe ich meine Nachbarin angerufen, mit der ich immer ausgeritten bin. Ja, komm vorbei und dann haben wir uns da schön eine Flasche hingestellt und dann haben wir schön uns unterhalten und haben wir Sekt getrunken. Und kaum kam Dieter wieder, wurde das in die Speisekammer gestellt und dann, ja, und das hat er dann, er wusste, wo die Plätze dann immer waren und er hat dann wieder immer die Spüle da weggeschippt. Nadia Abdel-Farag will ihre Sorgen und Ängste nicht mehr mit Wein und Sekt herunterspülen. Sie ist nach ihrer Beichte wieder voller Tatendrang und schaut positiv in die Zukunft. Einmal kommt ein Buch raus in 3 Monaten, da geht es auch um das Thema und dann kommt eine neue CD raus und dann kommt Bollywood. Was?